Salut, alle Gute. Haut an diesen Zeiten kann es mal sehr zu Stress kommen. Dafür, immer haut mit der Musik aufhängen, weisen ich eine ganz effikas und einfach Relaxationsübung. Dafür sitzt ihr euch einfach auf dem Stuhl, der los der Ärmel aufhängen, spürt die Schwerkraft, los der Ärmel aufhängen, spürt Gewicht von den Ärmel. Und dann du noch los der Er Kinnlade raufklappen, auch dort Schwerkraft spüren und dann atmet da entspannt durch die Nase an und durch den Mund nächst aus. Voilà, was du wichtig hast, ihr habt gesehen, dass das der ganz tief anatmet, dass das Bauchatmung, ihr Bauch muss wirklich rauskommen. Also nicht, Schellere dürfen sich zum Beispiel nicht, wie ich gerade gemacht und hier würden, Schellere bleiben flach. Und das könnt ihr 1, 2 Minuten mal so lange wie ihr braucht. Ich schon die Übung schon mal Gruppe gemacht. Und ob das hilft oder nicht, mir verschiedene Leute sind tatsächlich schon nur 3 Minuten dabei angeschlagen. Also das hilft wirklich. Okay, los zur Musik. Heute spielen wir jetzt diesen Song am Open D. Und da denke ich ja am Remage. Das ist ein Allen-Song von Henry Thomas. Und wir spielen ihn an der Version vom Bluesmusiker Taj Mahal. Das heißt Fishing Blues. You go fishing all of the day, baby. Go fishing too. I bet your life, your sweet wife is gonna catch more fish than you. Many fish bites if you got good bait. Here's a little tip that I would like to relate. Many fish bites if you got good bait. I'ma go fishing, yes, I'm going fishing, and my baby go fishing too. I went on down to my favorite fishing hole, baby. Grab me a pole and a line. Throw my pole on in, caught a 9-pound catfish. Now you know I brought him home for supper time. Many fish bites if you got good bait. Here's a little tip that I would like to relate. Many fish bites if you got good bait. I'ma go fishing, yes, I'm going fishing, and my baby go fishing too. Little brother about to run me out of my mind says, can I go fishing with you? Him down to the fishing hole. Now what do you think that he did do? Pulled a great big fish out the bottom of the pond. No, he left in joy, cause he was real gone. Many fish bites if you got good bait. I'm a going fishing, yes I'm going fishing, and my baby going fishing too. Put him in the pot, mama put him in the pan, honey cooked him nice and brown. Make a batch of buttermilk, whole cakes, mama, now you chew them things and you chop them on down. Many fish bites if you got good bait. Here's a little tip that I would like to relay. Many fish bites if you got good bait. I'm a going fishing, yes I'm going fishing, and my baby going fishing too. I bet you go fishing all of the day, baby go fishing too. I bet your life, your sweet wife is gonna catch more fish than you. Many fish bites if you've got good bait. Oh, here's a little trip that I would like to relate. Many fish bites if you've got good bait. I'ma go fishing, yes I go fishing, and my baby go fishing too. I'ma go fishing, yes I go fishing, and my baby go fishing too. Dieser Song ist am Drop-D-Tuning, also die Dave Miesheit in Ton auf D, also auf Re, gestimmt. Also Song von How das aber Re Marge.
Das heißt, wenn der Rea Koch, der ganz einfach ein Open D Major spielt, da könnt ihr schon den Akkord mit der Daver Re Note erlehen. Oder du könnt man zum Beispiel zu üben, der macht den Steady Bass. Dann hört er ein Reversement für Re Majeur und der übt ihn. Dono könnt ihr Wieselbass machen. Der Wieselbass besteht daran, dass ich die Dave-Seite schlue und dann die Feierzeit. Dann auch hier ist auf den Schlag der Triad rufen, die verschiedenen Instrumente. So könnt ihr das üben. Wenn ihr das nicht gewinnt seht, übt für dich der Wieselbass separat. Und ihr könnt mit dem Dorteil von der Rätselhand, von der Ausschlaghand sogar ein bisschen aufdämpfen, indem ihr das Licht auf die Seiten bei der Brick lädt. Und dann könnt ihr das schon üben. Und wenn ihr das ein bisschen am Takt könnt, ich klappe mal mit Fuß mit. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Da setzt ihr den Akkorden dabei. Dann könnt ihr aufhängen, mit den anderen Fangern von der Hand Zupfmuster zu spielen. Wir werden nicht mal 5 Minuten noch länger mal kocht bleiben, bis er das tut. Also ich meine nur so, ich schlue den Bass an die Heiche Miseit, du entscheidest für die Jeske auf den zweiten Bund zusammen nun. Und dann könnt beim Wieselbass könnt die Feierzeit re-hoppen. Das wäre so das. Und dann meine ich, wenn ich Zoll sei tun, die ich am meisten fange um den zweiten Bund gegraffen und das La auf der dritten Seite. Und das lang üben und dann macht er noch ein Kehr die Heisch Seite dabei. Immer mit dem Wissen was. Zu allerletzt, wenn ich dann die erste Seite aufgeschlagen und schlage ich die zweite Seite und die Seite, die unterscheide im dritten Bund, da das Re beim dritten Fang steht, der sieht, dass das einfach als Re Standard wieder erkennt. Dasselbe könnt ihr mit den Triaden machen, also mit den Reversementen. Zupfmuster bleibt genau dasselbe für alle Akkord. Okay, ich hoffe, der hat da mal ein bisschen etwas für zu üben kriegt. Wir sehen uns die nächste Jahre. Macht es gut, bleibt gesund.